Durch ihre Live-Protestaktion im russischen Fernsehen gegen den Militäreinsatz in der Ukraine wurde Marina Ovsyannikowa weltweit bekannt. Jetzt ist die Journalistin nach Angaben ihres Anwalts mit ihrer Tochter aus Russland geflohen. Die beiden seien in Europa, es gehe ihnen gut, sagte der Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Vor ihrer Flucht habe seine Mandantin die Wohnung verlassen, in der sie in Russland unter Hausarrest stand. Gegen Ovsyannikowa wurde im August Anklage erhoben wegen der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee. Ihr drohen bis zu 10 Jahre Haft. Vor 2 Wochen wurde Ovsyannikowa in Russland auf eine Fahndungsliste gesetzt. Ein Hinweis darauf, dass die 44-Jährige untergetaucht war. Ihre Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine setzte Ovsyannikowa die ganze Zeit über fort, trotz der juristischen Verfolgung.